Sehr geehrte Damen und Herren, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Mit diesen oder sinngemäßen Worten hat sich Martin Luther nur wenige Schritte von hier auf der Nordseite des Domes im großen Saal des Bischofshofes am 18. April 1521 vor dem Kaiser und den Großen des Reiches zu seiner im Wort Gottes gebundenen Gewissensüberzeugung bekannt. Vor fast genau 500 Jahren. Diesem Ereignis, aber auch seinen Folgen und Konsequenzen und Nachwirkungen bis in unsere Tage, gehen wir gerade in einer Tagung nach, die heute Nachmittag bereits leider nur digital begonnen hat. Und in diesem Kontext steht auch dieser öffentliche Abendvortrag, zu dem ich Sie alle ganz herzlich hier im Dom zu Worms, eine Seltenheit in unseren Tagen live und in Präsenz, begrüßen darf. Und zugleich begrüße ich alle jene, die, weil Platz eben aufgrund der Corona-Einschränkungen auch hier im großen Dom begrenzt ist, die sich zusätzlich auch digital zugeschaltet haben. Mein Name ist Tobias Schäfer und als Propst am Dom zu Worms habe ich die Freude, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Mein erster Gruß gilt dem Referenten des Abends. Es ist mir eine wirklich große Freude, Sie, lieber Herr Professor Dr. Volker Lepin, hier im Wormser Dom begrüßen zu dürfen. Und schon jetzt ein großer Dank, dass Sie bereit waren, ja, dass Sie fast darauf bestanden haben, den Vortrag heute hier im Dom live und vor Ort zu halten. Damit können wir auf unserer Tagung doch ein wenig vom Genius Loci spüren, denn, wie schon gesagt, nur wenige Schritte von hier war es, wo Luther damals stand. Zugleich aber ist dieser Abendvortrag eben auch ein schöner ökumenischer Akzent, was mich ganz besonders freut. Vor 500 Jahren hat Martin Luther den Dom wahrscheinlich nicht von innen gesehen, denn als vom Papst Gebannter durfte er die Kirche nicht betreten. Umso mehr freut es mich, wenn wir Zeichen der Ökumene und vielleicht auch einer späten Wiedergutmachung heute diesen Vortrag hier im Dom hören dürfen. Wie ja auch schon seit einigen Wochen eine Ausstellung des Berliner Künstlers Harald Birk mit Bildern von Luther, den Reformator, hier in über 70 Darstellungen zeigt und Luther so 500 Jahre später heute hier im Dom zu Gast ist. Mit dem Referenten begrüße ich alle, die heute gekommen sind, hier im Dom und eben auch an den PCs und Laptops. Ich begrüße gleichsam stellvertretend für alle den Oberbürgermeister der Stadt Worms, Herrn Adolf Kessel. Und ich danke allen, die diese Tagung und den Vortrag heute Abend mit ermöglicht haben. Allen voran die Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte. Hier begrüße ich besonders herzlich Professor Arnold als Veranstalter und als Kooperationspartner den Altertumsverein in Worms, das Institut für Mainzer Kirchengeschichte, die Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz Historisches Seminararbeitsbereich Neuere Geschichte, schließlich die Stadt Worms und die Domgemeinde St. Peter Worms mit der City- und Touristenseelsorge, die eben alle als Kooperationspartner gemeinsam diese Tagung organisiert und gestaltet haben. Und schließlich nicht vergessen, die Akademie des Bistums Mainz, Erberer Hof. Und genau damit darf ich jetzt auch weitergeben an Frau Dr. Jansson von der Akademie Erberer Hof, die uns den Referenten näher vorstellen wird. Sehr geehrter Herr Propst Schäfer, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kessel, sehr geehrter Herr Professor Arnold, sehr geehrte Damen und Herren, einen herzlichen guten Abend von meiner Seite, auch an die Tagungsteilnehmer, Tagungsteilnehmerinnen zu Hause vom PC, wo Sie uns zuschauen und zugeschaltet sind. Auch von meiner Seite als Studienleiterin der Akademie des Bistums Mainz, Erberer Hof, eben ein ganz herzliches Willkommen. In Worms steht man auf gutem Fuß mit Luther.
Spätestens seit 2017 sind sie jubiläumserprobt, so auch 2021, wenn sich der Reichstag von 1521 zum 500. Mal jährt. Der Konflikt, die Hauptpersonen und sicher auch die Kernaussage sind bekannt. Aber wie ist der Reichstag als politisches Instrument im späten Mittelalter zu verstehen? Dieser Frage geht die derzeit digital stattfindende wissenschaftliche Tagung mit dem Titel Reichstag, Reichsstadt, Konfession, Worms, 1521 nach. Ich muss nicht noch einmal die werten Kooperationspartner wiederholen, aber es hat eine sehr gute Zusammenarbeit gegeben und in dem Zusammenhang darf ich Herrn Probst Schäfer, Frau Bauer und anderen, die in der technischen Umsetzung jetzt beteiligt waren, ganz herzlich an dieser Stelle danken. Der heutige Abendvortrag des renommierten Kirchenhistorikers Prof. Dr. Volker Lepin von der Evangelischen Theologischen Fakultät der Universität Tübingen, herzlich willkommen im Wormser Dom, wird zum Bindeglied im Rahmen der Tagung. Nachdem heute Fragen der politischen Zielsetzung nach der Rolle der Reichsstadt Worms und der Ebene der Repräsentation gestellt wurden, wechselt der Blickwinkel von der Entwicklung der beiden Konfessionen in der Reformationszeit zum Gegen- und Nebeneinander in der Neuzeit bis hin zu den Initiativen der Ökumene in den 1970er Jahren. Ich freue mich sehr, Ihnen den heutigen Referenten in Kürze vorzustellen. Sie haben schon gehört, der Wunsch, den Wormser Dom im Wormser Dom zu sprechen, war eindeutig vorhanden. Und in der Vorbereitung waren wir heilfroh, dass Sie Ihrer Berufung für die Professur für historische Theologie an die Yale University vom November 20 noch nicht gefolgt sind, dass das sozusagen noch in Ihren Terminkalender hineingepasst hat. Dieser Wechsel krönt eine sehr erfolgreiche wissenschaftliche Laufbahn des evangelischen Theologen, dessen Lehrtätigkeit nach der Habilitation 1997 über Frankfurt, Jena, dann am Lehrstuhl für Kirchengeschichte mit Schwerpunkt Reformationsgeschichte in Tübingen fortgeführt wurde. Volker Lepin ist nicht nur ein akademischer Lehrer, ausgezeichnet mit Preisen und Berufungen in Akademien, er gehört zu den führenden Reformationsforschern. Aber er ist auch Prediger und streitbarer Theologe, vor allem in seiner Funktion im Arbeitskreis evangelischer und katholischer Theologen, ganz aktuell in der Abendmahldebatte. Neben vielen wissenschaftlichen Beiträgen, die könnte ich hier jetzt nicht unbedingt aufführen, könnten Sie den Referenten als Buchautor kennengelernt haben. So das 2018 erschienene Buch zum Heiligen Franz haben Sie in der Akademie des Bistums vorgestellt. 2020 erschien die kulturgeschichtliche Abhandlung zu Bildern, Heiligen und Reliquien. Heute stehen vor allem Ihre Arbeiten zu Martin Luther 2007, neu aufgelegt 2017 im Fokus oder Ihre viel diskutierte Darstellung der fremden Reformation, so der Titel, zu Luthers mystischen Wurzeln. Im Folgenden geben Sie uns einen Einblick in dieses Themenfeld. So darf ich Ihnen das Wort übergeben zum Vortrag der Wormser Reichstag 1521, die Causa Lutheri und der Anfang vom Ende der Einheit der Kirche. Vielen Dank für Ihr Kommen. Vielen Dank für die sehr freundliche Einführung und sei auch noch mal gesagt, ganz herzlichen Dank für die Einladung hierher und die Gelegenheit, tatsächlich im Wormser Dom über Luther zu sprechen. Ob dies nun ein Stück Wiedergutmachung ist, sei dahingestellt. Es ist vielleicht ein Ausdruck dessen, dass wir glücklicherweise in anderen Zeiten des Miteinanders sind. Sehr verehrter Herr Oberbürgermeister Kessel, sehr verehrter Herr Dompropst Schäfer, lieber Kollege Arnold, liebe Frau Jansson, meine sehr geehrten Damen und Herren, mir kommt es zu, in gewisser Weise ein Scharnier zu bilden, auszumalen zwischen dem Mittelalter und
den reformatorischen Ereignissen und den Folgen. Die Frage, steht Worms für das Ende der Einheit der Kirche, ist mir gewissermaßen angetragen worden und bildet Worms ab als ein solches Scharnier zwischen der Welt, in der es ein Corpus Christianum, einen Leib Christi in der lateinischen Christenheit gab und der Welt, in der sich Konfessionen gegenüberstanden. Die Welt des Mittelalters, so sehr sie sich selbst verstand als den einen Leib Christi, war dennoch nicht eine Einheitswelt. Nicht eine Welt, in der an allen Ecken und Enden Kirche gleich ausgesehen hätte, sondern das versuche ich wenigstens andeutend auszumalen. Es war eine Welt voller Polaritäten, Spannungen, ja gelegentlich Gegensätzen. Und man könnte eine ganze Reihe von Bereichen aufmachen, in denen solche Gegensätze sichtbar sind. Ich selbst komme noch aus einer Universitätsstadt in Tübingen, in der das alte Gebäude der philosophischen Fakultät, in dem heute Kunstgeschichte und Philosophie untergebracht sind, zwei Treppenaufgänge aufweist, weil die Vertreter unterschiedlicher philosophischer Disziplinen im 15. Jahrhundert nicht dieselbe Treppe hinaufgehen wollten. Unter uns gesagt, man sagt über meine Kollegen aus den 90er Jahren an der Evangelischen Theologischen Fakultät, 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, die hätten sich manchmal auch zwei Treppenaufgänge gewünscht. Für das späte Mittelalter hat man es durchgeführt. Im Bereich des Akademischen gab es diese Gegensätze. Es gab aber auch und vor allen Dingen die Gegensätze im Bereich der Frömmigkeitswelt. Ich kann das nur mit Schlagworten benennen. Allen steht vor Augen, wenn Sie an die Anfänge der Reformation denken, der Ablass. Die Möglichkeit, zunächst durch bestimmte fromme Handlungen, durch Pilgerfahrten, durch Wohltaten, sich das Fegefeuer zu verkürzen und dann mit interessanten Berechnungs- und Umrechnungsmodellen, sogar mit Hilfe von Geldbeträgen, sich die Strafen im Fegefeuer zu verkürzen. Und in seinerseits verkürzenden Darstellungen steht dann diese veräußerlichte Form von Frömmigkeit für das Mittelalter. Schon innerhalb des Mittelalters aber steht ihr eine zutiefst innerliche Frömmigkeit gegenüber. Man kann an Bilder denken, Jesus Christus, der Schmerzensmann. Man kann an Gebete denken, an Predigten eines Meister Eckhart, eines Johannes Tauler, an Gebetbücher, in denen der Mensch auf seine eigene Sünde im Angesicht Gottes schaut und ist in einer ganz anderen Welt als der des Ablasses und doch derselben Welt des späten Mittelalters. Auf andere Weise kann man solche Spannungen nachvollziehen in der sozialen Welt der Kirche. Die Dominanz der Kleriker auf der einen Seite und das hohe Laienengagement auf der anderen Seite. Laien, die sich selbst organisiert haben, die auch zu Änderungen in der kirchlichen Praxis geführt haben mit ihrem Bedürfnis nach Predigten, es mit sich gebracht haben, dass viele Predigten gehalten wurden, eigene Stellen eingerichtet wurden. Spannungen, von denen, das ist mir sehr bewusst, Kirche auch heute nicht frei ist. Spannungen, die das 15. Jahrhundert prägen,
sowie auch im Bereich der Kirchenorganisation, der Institution, eine Spannung bestimmend ist zwischen der Zentralität der Kirche, wieder nur schlagwortartig, ein Besuch in Rom, jetzt können wir es ja auch wieder einigermaßen unbesorgt, ein Besuch in Rom führt uns vor Augen, wie um 1500 sich zentrale Kirchenleitung zelebrierte und gleichzeitig sprach man von dem Herzog von Kleve als dem Papst in seinen eigenen Landen. Sprach davon, dass einzelne Landesherren sich geradezu Landesbistümer ausbildeten. Die Pfälzer wollten Worms zu einem solchen machen. Spannungen zwischen dieser Zentralität des Papsttums und der dezentralen Leitung, überall, also wo wir hinschauen, Spannungen, und da hinein setzt sich der Anfang der Reformation, und zwar zunächst einmal bei dem, was ich als erste Spannung entfaltet habe. Bekanntermaßen wendet Luther sich gegen den Ablass, gegen diese massive Veräußerlichung der Frömmigkeit. Und er tut dies auf der Grundlage einer Frömmigkeit, mit der er zunächst einfach fortschreibt, was spätmittelalterliche Frömmigkeit geboten hat. Den Schmerzensmann hatte ich eben in Erinnerung gerufen. Im Sinne dieser Passionsfrömmigkeit schreibt Luther seinen Sermon von der Betrachtung des heiligen Leidens und Sterbens Jesu Christi. Und der Buchdrucker setzt eine typische spätmittelalterliche Ecce Homo-Darstellung auf den Titel. Und erst gedrängt schreibt Luther eine Ars Moriendi, einen Sermon von der Bereitung zum Sterben. Als ihm jemand sagte, schreib doch etwas zum Sterben, sagt er, das muss ich nicht. Mein Beichtvater Johann von Staupitz hat so ein großartiges Buch darüber geschrieben, ich muss nicht noch eins schreiben. So eng fühlte er sich der spätmittelalterlichen innerlichen Frömmigkeit verbunden, auch als er sich den biblischen Texten zuwandte und die Bußpsalmen auslegte, die 7 Bußpsalmen, die ihm natürlich wichtig waren, weil er an der Universität Wittenberg über den Psalter las, die ihm aber auch wichtig waren, weil sie liturgisch im Mittelpunkt der Fastenzeit standen. All das steht im Hintergrund der 95 Thesen gegen den Ablass, die beginnen mit der Erinnerung, unser Herr und Meister Jesus Christus, als er sagte, tut Buße, so meint er damit, dass unser ganzes Leben Buße sein soll. Und das ist nach der 2. These nicht gemeint von der durch den Priester vollzogenen Buße, sondern es geht um die innerliche Buße. Er knüpft darin sehr, sehr deutlich erkennbar an spätmittelalterliche Mystik an und gehört hinein in diesen spätmittelalterlichen Kontext. Dass daraus ein Konflikt, ein am Ende kirchenspaltender Konflikt wird, ist aus diesen Texten so nicht ablesbar. In den Thesen gegen den Ablass vielleicht angedeutet, weil Luther sich in einzelnen Thesen spöttisch, kritisch über den Papst äußert und damit gewissermaßen den Ball von der einen Spannung, der im Feld der Frömmigkeit, in den Bereich einer anderen Spannung, den von Zentralität und Dezentralität wirft. Und damit zieht er Gegner auf sich, wie den
wichtigsten Theologen am Papsthof, Silvester Prierias, der in seinem Dialogus schreibt, keine Sorge, ich lasse es nicht beim Lateinischen, wer auch immer sich nicht an die Lehre der römischen Kirche anlehnt oder sich daran hält und an die des römischen Bischofs als unfehlbare Regel des Glaubens, von der auch die Heilige Schrift ihre Kraft und Autorität zieht, Hereticus est, der ist ein Heretiker. Das, was Silvester Prierias hier in der Funktion als Chefankläger im Prozess gegen Luther schreibt, ist nicht die allgemeine katholische Lehre des späten Mittelalters. Das hilft Ihnen allerdings wenig, wenn es zum Gegenstand eines Prozesses gemacht wird. Und das ist hier der Fall. Der Widerspruch, und zwar so führt es Prierias aus, nicht nur gegenüber der Lehre, sondern auch gegenüber Verhaltensweisen der Kirche von Rom, macht Luther zu einem Heretiker. Der Punkt, der Knackpunkt, an dem der Konflikt entsteht, ist nicht die innerliche Frömmigkeit, um die es Luther zunächst ging, sondern die Frage der zentralen Leitung der Kirche. Darum geht es auch. Da kürze ich etwas ab, weil ich merke, dass ich bei dem Hall hier nicht mein übliches Sprechtempo einhalten kann, das ungefähr dreimal so schnell wäre. Da kürze ich also etwas ab. Das ist auch Gegenstand der Leipziger Disputation 1519, in der Martin Luthers gegenüber ein Ziel hat, zu zeigen, Luther ist eigentlich schon Vertreter einer längst verurteilten Häresie des Hussitismus. Und das äußert sich darin, dass Luther, so sagt er es dann, ins Maul gegeben kriegt, zu sagen, das Konzil kann irren. Indem er sagt, das Konzil kann irren, nachdem er schon zuvor gesagt hat, was Konsens war, weitgehend geteilte Meinung, dass der Papst irren könne, damit hinterfragte er, machte er es unsicher, ob überhaupt eine Autorität in der Kirche verbindlich lehren könne. Über diesen massiven Konflikt, der sich entzündet hat an der Frage der Stellung des Papstamtes, kam der Prozess ins Rollen, nachdem er stockte, und es kam schließlich zunächst zu der Bannandrohungsbulle und dann im Januar 1521 zu dem Bann, der die rechtliche Grundlage für das bildete, was sich in Worms dann am Ende mit dem Wormser Edikt äußerte. Dem Bann hatte die Acht zu folgen. Und dazwischen stehen wir dann mit dem Ereignis, dessen die Stadt Worms und weit über die Stadt Worms hinaus Menschen gedenken in diesem Jahr, die berühmten zwei Tage im April 1521. Dompropst hat schon erinnert, wenige Schritte von hier, die berühmten Ausführungen Martin Luthers, die, damit komme ich zum zweiten Punkt, in ihrer Wirkungsgeschichte, ich schicke es gleich vorweg, massiv überfrachtet worden sind. Rund um das Reformationsjubiläum 1983, auch damals gab es schon eins, hat der damals führende und insgesamt für die Lutherforschung des 20. Jahrhunderts bestimmende Lutherforscher
Gerhard Ebeling im Rahmen einer Tagung und Veröffentlichung über Luther und die Neuzeit hervorgehoben hier in Worms, aber Martin Luther zum ersten Mal von Gewissensfreiheit gesprochen, habe überhaupt jemand zum ersten Mal von Gewissensfreiheit gesprochen. Mit dieser sehr emphatischen Deutung kann man als Historiker sozusagen mit der kleinen Fußnote vorgehen und sagen, nein, schon im 6. Jahrhundert hat Boetius, der Philosoph, von Gewissensfreiheit gesprochen. Oder man kann versuchen, den Bogen noch einmal zu spannen. Worum geht es bei dieser Frage des Gewissens? Wenn Luther formuliert, weil eure geheiligte Majestät und eure Herrschaften es verlangen, will ich eine schlichte Antwort geben, die weder Hörner noch Zähne hat. Wenn ich nicht durch das Zeugnis der Heiligen Schrift oder vernünftige Gründe, die vergessen wir in der Zitation oft, dass er sie auch nennt, überwunden werde, so halte ich mich überwunden durch die Schriften, die ich angeführt habe, und mein Gewissen ist durch Gottes Worte gefangen. Und darum kann und will ich nicht widerrufen, weil gegen das Gewissen zu handeln weder sicher noch lauter ist. Ich kann nicht anders, hier stehe ich, Gott helfe mir, Amen. Die Problematik des hier stehe ich, ich kann nicht anders, ist weitlich diskutiert. Viel schöner finde ich ohnehin das wahrscheinlich authentische Wort, Gott helfe mir, Amen. Das drückt auch etwas aus von der Not eines Menschen in einer solchen Situation. Und natürlich stellt sich sehr rasch die Frage, ist das nun das Gewissen, dessen Freiheit uns zum Glück durch das Grundgesetz in den Bereichen des Grundgesetzes, in die kein Staat hineinregieren darf, gesichert ist? Sehr deutlich ist es, dass Luther etwas anderes meint als das Gewissen, das subjektiv begründet ist. Etwas anderes als das, worin ein Mensch sich an Werte, auf die er sich bezieht, unabhängig von Vorschriften, ausrichtet. Es ist das Gewissen durch Gottes Worte gefangen. Es geht ihm um das Gegenüber zu Gott, es geht ihm um das, was, und dann haben wir einen Ausblick in die Neuzeit, Immanuel Kant als den Gerichtshof Gottes in uns beschreiben wird. Es ist eine Präsenzform Gottes. Daran denken wir nicht und können und sollen und dürfen wir auch gar nicht denken, wenn es um unsere Gewissensfreiheit im Grundgesetz geht. Diese Gewissensfreiheit ist nicht ihrerseits an bestimmte Normen gebunden und kein Staat hat darüber zu befinden, nach welchen Normen hier vorgegangen wird. Insofern lässt sich der Unterschied zu der vor allen Dingen seit der Aufklärung vorherrschenden Geschichte der Gewissensfreiheit im Rahmen moderner Freiheitsrechte sehr schnell benennen. Und doch muss man aufpassen, nicht zu schnell zu sein. Und Worms und die dort angesprochenen Inhalte gewissermaßen aus der Geschichte der Entdeckung der Freiheit des Gewissens herauszunehmen. Die Zugehörigkeit dieses Ereignisses in Worms zu dieser Geschichte allerdings entdeckt man erst, wenn man sich nicht auf Worms allein konzentriert,
wenn man nicht im Sinne eines nationalprotestantischen Bildes aus dem 19. Jahrhundert alles an Luther festmachen will, sondern wenn man sieht, was Luther hier über das Gewissen sagt, ist seinerseits tief im Mittelalter verankert. Das wichtigste Rechtsbuch des Kirchenrechts des Mittelalters, das Decretum Gratiani, formuliert: Alles, was gegen das Gewissen geht, das baut in Richtung Hölle auf. Alles, was gegen das Gewissen geht. Das ist eine kirchenrechtliche Norm des Mittelalters, dass das Gewissen bindet. Nun ist es Kirchenrecht und insofern macht Worms einen Unterschied als Luther gegenüber weltlichen Autoritäten sein Gewissen schützt. Und doch würde man Luther falsch verstehen, wenn man denken würde, seine Gewissensberufung sei gewissermaßen neu erfunden und nicht in dieser mittelalterlichen Vorgeschichte verwurzelt. Seit Luther in Konflikt geraten ist mit der Kirche, seit 1518, also im Gefolge der Veröffentlichung der Ablassthesen 1517, hat er immer wieder im Kirchenrecht nach Normen gesucht, die sein Verhalten begründet haben. Er zitiert das Kirchenrecht. Und offenkundig hat er auch in Worms dieses Kirchenrecht im Hintergrund. Und wenn man das weiter kontextualisiert innerhalb des Mittelalters, dann kommt man dazu, dass es im Mittelalter tatsächlich auch Überlegungen gab, dass diese Bindung des Gewissens auch dann gilt, wenn es nicht, wie von Luther propagiert, eine Bindung an Gottes Wort ist. Thomas von Aquin, der große Dominikanertheologe des 13. Jahrhunderts, formuliert: Und daher muss man sagen, dass jegliches Gewissen, es sei recht oder im Irrtum, Ironia, es sei gefangen in für sich üblem oder in neutralem, dass es dennoch bindend ist, obligatoria, sodass wer gegen das Gewissen handelt, sündigt. Das klingt schon fast mehr nach moderner Gewissensfreiheit als die Berufung auf das in Gott gebundene Gewissen. Wiederum ist die große Qualität in Worms diejenige, dass diese rechtlichen und theologischen Ansätze des Mittelalters in eine konkrete Auseinandersetzung hineingenommen werden. Und doch ist dieser konkrete Konflikt ohne diesen Resonanzraum des Mittelalters nicht verstehbar, der dann letztlich auch sagt, Worms und das Gewissen gehört nicht einfach zu einer evangelischen Geschichte, sondern gehört zu einer Geschichte christlichen Ringens um das Gewissen, die sich im Mittelalter schon entfaltet hat. Zu Worms gehört auch, und damit bin ich bei meinem dritten Punkt, das nationale Moment. Diese lange Passage, die ich jetzt nicht im Einzelnen übersetze, aus Luthers Ansprache über die Unterschiede in seinen Büchern, darin sehen Sie die Rede von der Inclita Germaniae Natione, vor allem die deutsche Nation sei vom Papst bedrängt. Und das, obwohl, so läuft die Passage dann aus, doch seine Gegner selbst wüssten, dass was immer gegen die Schrift steht oder gegen die Kirchenväter, auch wenn es vom Papst kommt, für irrtümlich zu halten ist. Aber eben die deutsche Nation, sie sei besonders bedrängt. Damit nutzt Luther den rhetorischen Moment Worms, ganz offenkundig.
Offenkundig will er diejenigen, die gewohnt sind, auf Reichstagen die Beschwerden der deutschen Nation gegenüber der Aussaugung durch den Papst vorzubringen, auf seine Seite ziehen. Offensichtlich will er das, was er im Jahr zuvor in seiner Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung als Reformprogramm mit der Idee einer Nationalkirche formuliert hat, attraktiv machen. Wir Deutschen, so klingt es hier durch, wir sind von Rom aus bedrückt. Das ist der Moment von Worms, der rhetorische Moment und zugleich ein Moment, der sich in erstaunlicher Weise mit dem verbindet, was ich als die innerliche Frömmigkeit Luthers anfänglich benannt habe. Luthers erste Veröffentlichung 1516 ist nicht ein eigenes Werk, schreibt lediglich eine Vorrede dazu. Es ist, das ist das linke Bild, ein geistlich edles Büchlein von rechter Unterschied und Verstand, was der alte und neue Mensch sei. Ein mystischer Text des späten Mittelalters, dem fragmentarisch zugekommen ist. Diese Fragmente veröffentlicht er. Und zwei Jahre später veröffentlicht er sie nochmal. Und da ist dieser Text eine Deutsch-Theologia. Daraus ist dann mit einer Wendung der Abfolge der Begriffe die Kurzbezeichnung dieses Textes als Theologia Deutsch geworden. Das Thema Deutsch ist auf eine eigene Weise 1518 schon da. Was wohl auch damit zu tun hat, dass Luther sich in humanistischen Kreisen bewegte, in denen die Frage nach dem Deutschen sehr lebendig war, mit der Wiederentdeckung, dem Bekanntwerden der Germania des Tacitus, waren die Deutschen der Meinung, nun auch ein Stück antike Geschichte für sich reklamieren zu können. Es wurde durch Personen wie Ulrich von Hutten die deutsche Freiheit betont gegenüber dem, was man als römischen Druck gesehen hat. Und damit sind wir dann auch schon bei der Rede von Worms. In diese Situation hinein betont Luther den Begriff des Deutschen als einen theologischen. Während er zunächst 1516 vor allen Dingen die theologische Bedeutung dieses geistlichen Büchleins hervorhebt, haben wir in der Vorrede von 1518 eine interessante und vielleicht auch irritierende Bemerkung. Werden aber vielleicht, wie vormals unsere Gegner sind es, die da reden, sagen, wir seien Deutsch-Theologen. Das lassen wir so sein. Ich danke Gott, dass ich in deutscher Zungen meinem Gott also höre und finde, als ich und sie mit mir allher nit funden haben, weder in lateinischer, griechischer noch hebräischer Zungen. Gott gebe, dass dieser Büchlein mehr an Tag kommen, so werden wir finden, dass die deutschen Theologen ohne Zweifel die besten Theologen sein. Amen. Das ist ein Text, den ich mit Sicherheit nicht für meine künftigen Kollegen in Yale unterschreiben würde. Ein Text, der in der Rede von den deutschen Theologen als den besten Theologen irritierend ist. Und wenn man mal so die Theologiegeschichte des Mittelalters anschaut, dann muss man eigentlich nach den Theologen aus Deutschland doch relativ lange suchen. Das ist eine kleine Zahl.
Eine offenkundig überzogene Rede. Wie überzogen diese Rede ist, merken Sie an einem Satz, bei dem eigentlich Luther selbst die Feder aus der Hand hätte fallen müssen. Wie kann es sein, dass er in dieser Theologia Deutsch seinen Gott besser findet als in, Latein lassen wir mal, griechischer und hebräischer Zunge, besser als in den biblischen Sprachen? Das kann nicht ernst gemeint sein. Das ist eine rhetorische Übertreibung, die appelliert an ein Publikum, das deutschsprachige Theologie will, das sich hineinfinden will in eine deutsche Tradition, wie fiktiv auch immer sie sein mag. Und vor diesem Hintergrund ist dann der Auftritt in Worms mit dieser Betonung der deutschen Nation durchaus eine konsequente Fortentwicklung dessen, was Luther mit seiner innerlichen Frömmigkeit, die er als deutsch verstanden hat, schon längst entwickelt hat. Und doch bricht in Worms einiges auseinander mit einem Luther, der mit diesen deutschen Theologen sich als Hercules Germanicus über alles erhebt, was bislang lateinische Theologie gewesen ist. Zu seinen Füßen liegt der vorhin erwähnte Thomas von Aquin, das Spruchband ganz links identifiziert ihn, über ihm liegt der Franziskaner Ockham, Aristoteles liegt dort, alle sind nach dieser Darstellung, deren Datierung schwierig ist, aber wohl in das zeitliche Umfeld, in dem wir uns hier bewegen, hineingehört. All das liegt zu Füßen dieses teutonischen Herkules. Nun steht er in Worms, appelliert an die deutsche Nation und weiß, so behauptet er es im Nachhinein, nach seiner Rückkehr von der Wartburg nach Wittenberg, jetzt könnte es so richtig losgehen mit einem Kampf. Weil ich hätte wollen mit Ungemach fahren, ich wollte Deutschland in ein großes Blutvergießen gebracht haben. Ja, ich wollte wohl zu Worms ein Spiel angerichtet haben, dass der Kaiser nicht sicher wäre gewesen. Aber was wäre es? Ein Narrenspiel wäre es gewesen. Ich habe nichts gemacht, ich habe das Wort lassen handeln. Das ist ein Stück auch Überhöhung schon im Jahre 1522 dessen, was in Worms war, im Grunde die Vorstellung einer kriegerischen Auseinandersetzung. Was er tatsächlich in die Wege geleitet hat, war, dass die Fürsten auf dem Reichstag lange sich bemüht haben, ihn für eine Reform auch vor den Karren zu spannen. Und mit Worms beginnt, und damit sind wir an der Stelle der Frage, ob es der Beginn des Endes der Einheit der Kirche ist, mit Worms beginnt es, dass dann tatsächlich die Fürsten darüber nachdenken, die Reform, die auf Reichsebene scheitert, selbst in die Hand zu nehmen. Die sächsischen Kurfürsten, Friedrich der Weise, der noch zögerlich ist mit der Reform, sein Nachfolger Johann der Beständige, der dann ab 1525 die Reform durchführt. Philipp von Hessen bekommt Worms mit und führt auch relativ bald, nachdem er noch ein individuelles Gespräch mit Melanchthon gesucht hat, in seinem Territorium die Reformation durch. Es wird also Kirchengestaltung zu einer Aufgabe der Landesherren. Und damit sind wir auf einer realhistorischen Ebene in der Folge von Worms an der Stelle der vorhin angesprochenen Polarität zwischen Zentralität und Dezentralität. Reformatorische Kirche, evangelische Kirche beginnt sich dezentral zu organisieren. Ohne den Papst, mit einer großen territorialen Vielfalt, die sie bis heute erleben, wenn sie evangelische Kirche erleben, hier in der Region sind
recht nah beieinander Hessen-Nassau und dann die Pfalz als Baden, als doch sehr unterschiedliche Landeskirchen, in denen sich die evangelische Form dezentraler Organisation von Kirche widerspiegelt. Das hat nicht unmittelbar mit Worms begonnen, aber der Appell an die Fürsten in Worms, dem die Adelsschrift vorausgegangen war und dem zwei Jahre später Luthers Schrift über die Obrigkeit folgen wird, gestaltet diesen Weg hin zu einer Entwicklung, in der aus dem innermittelalterlichen Gegenüber der Spannung von Zentralität und Dezentralität zwei unterschiedliche Organisationstypen von Kirche werden. Diejenige Kirche, die weiter und in den folgenden Jahrhunderten, spätestens massiv durch das Erste Vatikanische Konzil, immer stärker eine Zentralität in der Leitung wahrnimmt, und denjenigen Kirchen, die bis in die Schwierigkeit hinein, ob man sie noch in ihrer Gemeinsamkeit erkennen kann, sich dezentral organisieren. Blickt man also auf die Frage, bringt Worms eigentlich ein lastendes Erbe mit sich? So wird man sagen müssen, das lastende Erbe liegt wohl genau in den Bereichen, die eigentlich nicht das erste Anliegen der reformatorischen Bewegung waren. Das erste Anliegen der reformatorischen Bewegung, so hatte ich es versucht zu zeigen, liegt in jener innerlichen Frömmigkeit. Es lässt sich von anderen Faktoren nicht trennen. Das habe ich versucht im Blick auf die enge Verquickung von innerlicher Frömmigkeit und Betonung der deutschen Nation zu zeigen. Man kann sozusagen nicht feinsäuberlich aussortieren, naja, jetzt lassen wir halt die anderen Faktoren und schauen nur auf die innerliche Frömmigkeit. Und doch erinnert die Komplexität dieser Entwicklung daran, dass Worms einen entscheidenden Schritt darauf gemacht hat, dass in den Vordergrund der religiösen Entwicklung, der kirchlichen Entwicklung in Deutschland und dann in ganz Europa die institutionellen Fragen und die institutionellen Unterschiede getreten sind. Und das mag daran erinnern, in einer Zeit, in der wir gemeinsam als evangelische wie katholische Christinnen und Christen vor der großen Herausforderung stehen, steht es mit unserer Glaubwürdigkeit? Wie stehen wir da in einer Gesellschaft, in der das Bewusstsein, Religion zur Selbstauslegung des Menschen gar nicht mehr zu brauchen, immer weiter um sich greift? In einer solchen Situation mag es uns helfen, uns an jene Impulse aus dem späten Mittelalter und der frühen Reformation zu erinnern, die den Blick auf den Menschen, auf seine Vergänglichkeit, auf seine Grenzen richten, auf den Menschen, der sich aufgefordert sieht, sein ganzes Leben als Buße zu gestalten. So konnte es das späte Mittelalter fordern, so konnte es 1517 Martin Luther fordern. Auf diesen Menschen, der, indem er zur Buße aufgerufen ist, zu einer Lebensänderung, zu einem authentischen Leben aufgefordert ist. Und das mag der Auftrag sein, den wir mitnehmen aus den Konflikten vor und nach Worms, authentisch christlich zu leben und damit es vielleicht, Sie hatten es angesprochen, Frau Jansson, dass ich auch in der Ökumene in manchen Streitigkeiten gerade sehr involviert bin, dass uns vielleicht auch dazu führen wird, dass wir entspannt gemeinsam an den Tisch des Herrn treten und gemeinsam ein Zeugnis
dafür ablegen können, was der Mensch kann und im 21. Jahrhundert vielleicht auch besonders dafür, was er selbst aus eigenen Kräften nicht kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Herr Lepin, ich darf Ihnen im Namen der Gesellschaft für Mittelrheinische Kirchengeschichte und sicher auch im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Mainzer Dom und auch an den Bildschirmen, Entschuldigung, im Wormser Dom verzeihen. Ja. Ich kann es nicht verbergen, ich bin aus Mainz hierher gekommen, es tut mir leid. Und heute gehört ja auch Worms zum Bistum Mainz, aber der Wormser Dom, er ist der schönere Dom im Bistum Mainz, das möchte ich jetzt zum Ausdruck bringen. Ich darf Ihnen auch im Namen der Gesellschaft für Mittelrheinische Kirchengeschichte ganz herzlich danken für diesen Vortrag. Es hat einen schönen Symbolwert, dass Sie als evangelischer Theologe und als wissenschaftlicher Leiter des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologinnen und Theologen uns hier im Wormser Dom die Causa Martin Luthers und ihre Folgen vorgestellt haben. Wir sind hier damit zwar leider nicht gemeinsam am Tisch des Herrn, aber gemeinsam im Hause des Herrn, und Sie haben uns den Tisch des Wortes reich gedeckt. Ihre wissenschaftliche Arbeit verbindet, das ist ja ganz deutlich geworden, den Blick auf das Mittelalter mit dem Blick auf die Reformationsgeschichte. Und so tragen Sie in vielerlei Hinsicht zur Heilung der Erinnerung und zu einer gemeinsamen Erinnerung von Katholiken und Protestanten an Martin Luther und die Reformation bei. Unsere guten Wünsche begleiten Sie ganz ausdrücklich, da Sie nun den Sprung über den großen Teich von Tübingen nach Yale wagen. Rheinhessen ist Ihnen ja zweite Heimat, und wir hoffen Sie noch recht häufig hier in Worms, vielleicht auch in Mainz, wiederzusehen. Alles Gute, herzlichen Dank.